Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminke für dich, denn in meinem Gesicht ist noch nichts drin. Und zwar, wie du schon im Thumbnail und im Titel und so weiter gesehen hast, habe ich mich im Müller Onlineshop umgeschaut. Dort kann man sich Sachen bestellen und dann theoretisch in der Filiale abholen. Ich persönlich war noch nie im Müller drin. Ich muss da unbedingt mal rein. Und ich habe mir tatsächlich die teuersten Produkte, die sich in meiner Sammlung befinden und im Müller Onlineshop drin sind, rausgesucht und werde damit jetzt heute ein Fullface schminken. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, was da am Ende bei rumkommt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin auch super gespannt. Ich war vor allem baff, was bei Müller für Marken da abgehen. Also ich dachte immer, Müller ist halt genauso wie Rossmann und wie DM, halt eine ganz normale Drogerie. Nee, da kriegt man voll die High-End-Sachen. Und da habe ich mir einfach mal so eine Box gepackt. Ich habe aber nicht nur für mich eine Box gepackt, sondern auch für einen von euch. Und zwar in diesem Video gibt es was zu gewinnen. Und das ist dieses Paket hier, was ich gepackt habe. Da befindet sich eine M. Asam Vino Rose regenerierende Nachtcreme drin von Rival de Loop, ein Highlighter-Set, ein Evo Visage Vitamin Gesichtsspray von NYX aus der Lingerie-Reihe, einmal ein Liquid Lipstick und einen entsprechenden Lip Liner, dann eine natürlich schön Nivea Body Lotion und eine Handcreme von Caudalie. Alles, was du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Ne? Also viel Glück, viel Spaß, viel Freude und ich bin sehr gespannt, was jetzt so passieren wird. Also es ist so aufregend, weil das sind teilweise halt wirklich so Drogeriemarken, die jetzt quasi hier in meinem Fullface drin sein werden und teilweise echt so High-End. Und das teuerste, was ich hier als Primer habe, ist von Lancaster Skin Life mit Lichtschutzfaktor 30. Das passt jetzt sehr, sehr gut. Und selbst diese kleine Mini-Probiergröße ist der teuerste Primer aus meiner Sammlung im Müller Onlineshop. Und das muss schon was heißen. Die Preise blende ich ja auch immer mit ein. Und das hatte ich, glaube ich, mal im Adventskalender irgendwo mit drin. Das ist so ein relativ flüssiger Primer, aber auch nur relativ, ne? So Lotion-artig, hätte ich jetzt gesagt. Und der ist so rosé-beige eingefärbt. Der hat auch einen Duft, aber der ist sehr dezent, doch sehr, sehr flüssig, ne? Der kommt jetzt erstmal aufs Gesicht. Huch, der zieht aber schnell ein. Ui, zack, eingezogen. Was soll der überhaupt machen? Shield and Glow Primer 2 in 1 Broad Pollution Defense. Also das soll gegen irgendwelche Verschmutzungen helfen und Glow geben. Bin ich immer gespannt. Das ist ziemlich witzig. Der kommt ja so flüssig raus oder so Lotion-artig. Und wenn man den aufträgt, dann wird der halt richtig wie so eine sehr reichhaltige Creme im Gesicht. Also das ist super, super spannend. Und es fühlt sich echt angenehm an. Ich finde auch, dass der einen Glow spendet. Also man sieht auch den Glow im Gesicht, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Der kann auf jeden Fall was. Also er fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde er was können, ne? Aber die erste Schicht ist einfach so in die Haut eingezogen, als wäre sie nix. So, ich habe mir an der Seite hier ein Beauty-Schwämmchen... Upsala. Oh. Mann! Ein Beauty-Schwämmchen angefeuchtet. Und zwar ist das eins von diesen Ember-Schwämmchen. Habe ich dir, glaube ich, auch unten in der Infobox verlinkt. Einfach angefeuchtet. Und jetzt ist da auch noch ein Haar von Sammy dran. Denn die Foundation, die ich nun auftragen werde, ist ein alter Bekannter, würde ich mal so sagen. Das ist von Estee Lauder, die Double Wear Stay in Place Make-up mit Lichtschutzfaktor 10 auch nochmal mit dabei. Habe ich in der Farbe 1N1 Ivory Nude. Genau. Diesen Pumper musste man sich nochmal dazu kaufen, was ich immer super kacke finde. Entschuldigung. Und weil ganz ehrlich, du hast so eine teure Foundation und warum kommt die ohne Spender an? Verstehe ich echt nicht. Und das gebe ich mir hier auf mein Beauty-Schwämmchen. Das Gute bei der Foundation ist wirklich, dass sie sehr, sehr haltbar ist. Sie hält den ganzen Tag über bei mir und sieht auch den ganzen Tag über gut aus, wenn man ihr dann wirklich auch eine gute Grundlage gibt. Sprich, wenn man eine gute feuchtigkeitsspendende Tagespflege drunter gibt oder halt einen reichhaltigen Primer, dann funktioniert das bei mir auch richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich diesen Primer hier in diesem Fullface mit drin habe. Man sieht jetzt, wie wirklich schön ebenmäßig meine Haut aussieht, wie angeglichen das Ganze ist und dass das Ganze trotzdem noch irgendwo einen Glow hat. Also dieser Lancaster Primer gibt auch noch echt noch so einen Glow damit durch. Finde ich klasse, gefällt mir. Und darauf kann man auf jeden Fall weiter aufbauen. Und zwar mit einem wirklich witzigen Produkt, muss ich mal wirklich sagen. Dieses Produkt
Habe ich schon in Fullface unter 10 Euro mit drin gehabt, habe ich schon in die teuersten Produkte von XY, die günstigsten Produkte von XY mit drin gehabt, die bestbewertesten Produkte von XY, also das muss ja wirklich der Renner sein. Ja, ist er auch, denn er ist auch schon relativ leer. Er ist nur noch unten so minimal gefüllt und ich denke auch, dass ich mir den demnächst mal nachkaufen werde. Der kostet auch irgendwie knapp unter 10 Euro, ne? Ich glaube 9,99 oder so. Das ist von Maybelline, der Löscher. Und Löscherauge heißt der, glaube ich, dann, ne? Und ich finde den auch wirklich gut. Der ist in der Farbe fair, aber nicht so ultra hell. Also er ist so halbwegs natürlich und es gefällt mir. Man kann den verwenden, um leichte Rötungen abzudecken, aber auch leichte Highlights zu setzen. Und auch den blende ich mir mit dem Schwämmchen ein. Gut, dass er gut ist. Als nächstes müssen wir natürlich das ganze Gesicht einmal setten. Da habe ich hier von The Balm Sexy Mama den Puder, das Puder, dieses Gesichtspuder. Das hatte ich in meiner Cosmetic for Less Beauty Bundle Bag drin, genauso wie ein anderes Produkt, was hier auch mit drin ist. Und ich war echt baff. Ich wusste gar nicht, dass man The Balm so bei Müller findet. Ich habe jetzt Urlaub, ich muss safe mal zu Müller und mir das angucken. Hier ist das Puder. Ich feiere, dass es einfach in so einem kleinen Büchlein-Design ist. Eigentlich finde ich das süß, ne? Ich habe ja auch von Miss Lynn so ein paar von diesen Büchlein in dieser Form. Und eigentlich könnte man die sich so hinstellen und hat man ein kleines Bücherregal. Hm? Freak, ja. Und Spiegel, wie gesagt, mit dabei. Ich weiß nicht, ob es den auch in verschiedenen Farben gibt. Das ist jetzt einfach so eine ganz normale Puderfarbe, die ich jetzt auch so verwenden würde. Ich würde jetzt eigentlich unter den Augen, wenn ich das so habe und setten würde, mir ein loses Puder aufgeben wollen. Aber der war jetzt in diesem Gedöns mit dabei, gebe ich mir auf mein Schwämmchen und sette damit auf jeden Fall erstmal den Concealer. Dann nehme ich mir jetzt einfach einen etwas größeren Puderpinsel, das ist jetzt einer von Bitik, das gab es ja mal bei DM, und dann sette ich einfach mal mein komplettes Gesicht. Mein Freund und ich haben übrigens entschieden, dass ich in diesem Zimmer bleiben werde und dass das andere Kinderzimmer, wir nennen es immer das große und das kleine Kinderzimmer, es ist eigentlich bekloppt, weil minus Kinder, aber dass das große Kinderzimmer ist nun sein Hobbyzimmer für Modellbau und da steht sein Laufband drin und so weiter, und in diesem Zimmer, das wird dann mein YouTube-Zimmer bleiben, weil wir haben jetzt hier auch eine neue Lampe montiert und eigentlich steht ja auch alles super. Wir werden hier nur ein bisschen ein paar Schränke rausnehmen, sodass ich vor allem hinter der Kamera Platz habe, weil sonst ist es so aktuell noch, die Kamera steht mit dem Ringlicht genau vor diesem Schreibtisch. Ihr habt das auch schon mal gesehen, das habe ich schon mal abgefilmt. Und dahinter steht in so einem Abstand ungefähr eine Malmkommode, die man gerade so aufmachen kann. Wir werden das alles ein bisschen umdisponieren, sodass ich wirklich ein bisschen mehr Platz habe hinter der Kamera, dass ich hier einfach, ne, dass man nicht hier auf Samtsohlen durchs Zimmer gehen muss und nicht aufpassen muss, dass man nicht die Hälfte hier umschmeißt. Weil natürlich auch aufgrund von Softboxen und hast du nicht gesehen, hier einiges an Kabellage rumliegt. Und ja, deswegen hatte er jetzt heute eine wunderbare Idee, wofür ich ihm unheimlich dankbar bin. Und ich bin total froh. Nee, gestern hatte er die Idee, genau. Und heute bin ich direkt zur Action gefahren und habe dann für die Expedit-Regale, die hier reinkommen, also ich habe hier ja schon ein großes stehen, aber ich kriege noch zwei kleine rein und dafür kommen hier ein paar andere Schränke raus, habe ich so Einsätze geholt. Und jetzt gleich, wenn ich in diesem Schminki fertig bin, werde ich auch den Action Haul abdrehen. Ich weiß nicht, welches von diesen beiden Videos jetzt eher online kommen wird. Wahrscheinlich der Action Haul. Ja, da steht schon alles da vorne und ich bin total glücklich. Ja, ja, ja. Und ich kann hier bleiben. Hier finde ich es aber eigentlich auch ganz schön. Ja, klein, gemütlich, angenehm. Ich habe mich hier auch schon eingerichtet. Genau, Puder sitzt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Puder verwende. Und ich finde, dass es farblich passt. Ich finde, dass es auch ganz gut soweit alles angleicht. Das ist auch alles irgendwie so gut settet. Ja, ist solide. Anti-Shine Translucent Powder. With tiny oil-absorbing spheres. Okay, also es sollte ein Anti-Shine und ein Translucent Puder sein. Finde ich interessant, weil das ist ja nicht weiß, ne? Translucent Powders sind eigentlich weiß, aber interessant. Passt sich dann wahrscheinlich auch vielen verschiedenen Hauttypen an. Bei mir hat es jetzt ganz gut funktioniert. Bronzer. Da habe ich auch ein Produkt, was ich vorher noch nicht verwendet habe. Das habe ich mir letztens erst geholt. Und zwar von Maybelline den City Bronzer. Das ist dieser hier. In der Farbe Medium Cool 200. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die Farbe passt wird. Ich hoffe es wirklich. Und es schwören ja so viele drauf, ne? First Impression von der Farbe, sie passt. Das ist schon mal sehr positiv. Ich hatte echt befürchtet, dass mir das zu dunkel sein könnte. Aber nein, nein, nein. Auftrag lässt sich schön verblenden. Ist dezenter von der Farbe her, als ich dachte. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn er so
dunkel rüberkommt, ne? Dass der halt richtig dunkel ist und ich aufpassen muss, aber nein. Ein paar sehr ehrliche Worte nun, okay? Ich finde ihn wunderschön. Der Auftrag ging so schnell wie noch nie. Ich finde die Farbe optimal. Der ist richtig schön kühl, aber nicht zu kühl. Der ist, sorry, aber besser als der von Love und Hatice Schmidt. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingsbronzer. Meine Herren, warum habe ich mir den jetzt erst gekauft? Wo war er nur all die Zeit? Ja, alter Bekannter, L'Oreal, Satin Rouge, Age Perfect. Also der ist, den finde ich auch irgendwie gefühlt in jedem Online-Shop. Und der ist entweder unter 10 Euro oder best rated oder das teuerste Produkt, was ich in meiner Sammlung habe von dem Online-Shop. Witzig, oder? Es ist total witzig. Ich finde es mega witzig. Rosewood 101 ist die Farbe. Ein sehr dezenter Blush, den man intensiv aufbauen kann, wenn man möchte. Und auch der hat wieder so ein satiniertes, sanftes Finish. Und den trage ich mir tatsächlich heute mit einem etwas intensiveren Blushpinsel auf. Das ist jetzt aus dem Rose Quartz Pinsel Set von BH Cosmetics ein Pinsel. Der ist ein bisschen abgeschrägt. Der sieht aus wie ein Kavemsmann. Also es ist ein dickes Teil, ja. Aber das ist ein sehr, sehr dezenter Blush. Deswegen kann man den auch damit auftragen. Das geht klar. Und wenn ich ihn verblenden möchte, kann ich immer noch den Boutique-Pinsel von ihm nehmen. Aber man muss den hier wirklich, um die Intensität zu erreichen, die ich gerne haben möchte, stark aufbauen. Deswegen nehme ich diesen Pinsel. Festgebunden und schön groß. Kannst du schön viel Produkt aufnehmen und dann auf die Wangen geben. Also ich habe wirklich viel Produkt jetzt auf dem Pinsel aufgenommen. Und ansonsten muss man nämlich recht lange aufbauen, also ich, wenn ich meine Intensität haben möchte, und weil ich mag das halt, wenn man so ein bisschen auch diese roten Wangen sieht, ne? Das ist jetzt recht dezent noch für meine Verhältnisse, deswegen gehe ich da, ich gehe wirklich, also ne, ohne Rücksicht auf Verluste, richtig doll rein. Ich klopfe auch nicht ab und baue den halt intensiv auf. Die Farbabgabe ist schön dezent, aber man sieht, man kann ihn aufbauen. Ein richtiges Overblush in dem Sinne macht man damit gar nicht, weil der halt diesen etwas, ja, bräunlichen Unterton mit dabei hat. Das heißt, der verblendet sich dann halt auch 1A mit der Haut, mit dem Bronzer, und es sieht halt einfach frisch aus. Und das gefällt mir. Genau so mag ich Blush. Sieht jetzt in der Kamera, oder ich sehe es auch im Display, ne, dass es halt nicht so intensiv rauskommt, wie es hier in dem Spiegel aussieht, aber es ist eine angenehme Röte, aber nicht zu intensiv, also ich leuchte damit nicht. Aber trotzdem habe ich ordentlich Blush drauf. Du hast hier einen leichten Schein, ein leichtes Strahlen noch von dem Produkt, sodass es alles irgendwie so frisch aussieht. Und das gefällt mir unheimlich gut, gerade aktuell, wenn es halt so wärmer draußen wird und Frühling, Frühsommer, wie auch immer ist. Das strahle ich gerne, ja. Als Highlighter habe ich wieder ein Produkt von The Balm, und zwar den Mary Luminizer. Den finde ich auch wundervoll, den finde ich richtig, richtig schön. Damit kannst du schöne Highlights im Gesicht zaubern, der hat einen Spiegel mit drin und eine schöne Champagnerfarbe. Das ist echt schick, 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 und er hat schon eine coole drin. Spricht für sich. Auch da nehme ich mir von Boutique so einen Pinsel und nehme mir das Produkt auf. Der macht halt, okay, da habe ich jetzt ein bisschen viel, einen schönen Spiegelglanz. Also ach, der ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und der passt halt sehr, 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 sehr gut zu meinem Hautton. Ich trage den tatsächlich immer am höchsten Punkt auf und blende den dann auch ein bisschen aus, sodass er auch mit dem Blush und mit dem Bronzer in eins übergeht. Jetzt habe ich mir natürlich ein richtig heftiges Highlight gesetzt, aber ich mag den. Es ist, ach, ein schöner Highlighter. Ja, kann ich sehr empfehlen. Wenden wir uns nun einem Augenbrauenprodukt zu, und das ist, glaube ich, auch das teuerste Augenbrauenprodukt, was ich in meiner Sammlung habe, Leute. Ich habe mir das mal gekauft. Bei Douglas gab es dann eine Tasche gratis mit dabei. Oder bei Flaconi? Ich glaube bei Douglas. Sonst hätte ich mir das auch nicht gekauft. Also, ne? Von Giorgio Armani Eyes to Kill. Niemand braucht einen so teuren Augenbrauenstift. Du kriegst wundervolle Augenbrauenstifte für 2,50 Euro in der Drogerie oder unter 2 Euro. Safe. Den habe ich nur wegen der Tasche gekauft. Der ist viel zu teuer dafür. Wirklich. Glaubt mir. Hat einen Stift zum Anspitzen. Das ist ein ganz normaler Stift. Das ist nichts Besonderes. Es ist einfach ein Stift. Und das ist auch ein ganz normaler Spoolie. Und wie auch schon in den letzten Videos erwähne ich nun, Achtung, ungezupfte Augenbrauen aufgrund von ich züchte sie. Vor allem ist so ein Stift viel zu überteuert, wenn man sich seine Augenbrauen so schlecht zeichnen kann wie ich.
Abgesehen davon, dass meine Augenbrauen jetzt sehr dunkel aussehen. Ich sehe so böse aus, oder? Ja, es ist halt ein recht dunkler Farbton, ne? Also die Farbabgabe ist, Entschuldigung, ich habe mal wieder die Hälfte hier umgeworfen, ist okay. Aber mir gefallen meine Augenbrauen nicht, nein. Fixieren wir das ganze Kunstwerk, jedenfalls die Augenbrauen, und zwar mit einem alten Bekannten, das ist von Lavera, das Eyebrow Styling Gel. Auch das ist ähnlich wie das L'Oreal Rouge. Das verfolgt mich. Es verfolgt mich und es wird nicht aufhören, mich zu verfolgen. Ich finde es okay. Es ist halt ein Styling Gel, aber es ist kein ich tacke deine Augenbrauen fest Produkt. Also du kannst deine Augenbrauen damit formen. Sie bekommen irgendwie eine Form. Mehr nicht. Ja, aber kostet auch 5 Euro oder so, also von daher vollkommen safe, alles gut. Warum fällt dir die ganze Zeit alles um? Entschuldigung. Als nächstes verwende ich eine Lidschattenbase, da habe ich hier von Catrice die Eye Foundation in Matt. Das ist diese hier. Die habe ich mal von der lieben Alina Jasmin in einem Tauschpaket bekommen. As strong as you are ist die Farbe, kommt hier mit so einem Füßchen raus. Und die packe ich mir auf meine Lider. Nehme mir dann meine Ringfinger und verteile das. Ich habe es ja schon angekündigt, diese Lidschattenpalette wird jetzt heute zum Einsatz kommen. Die Nudity-Tude von The Balm, die hatte ich bei Cosmetico Flawless in meinem Beauty-Bundle. Genau, und die darf heute dann mal verwendet werden. Das ist auch die First Impression von dieser Lidschattenpalette. Ah, diese schönen Zensierbalken über den Ladies und ja, den Pinsel, den ich garantiert nicht verwenden werde aufgrund von... Ey, ohne Witz, das ist eine Palette für 33 Euro, 34 Euro und dann hast du so einen Billo-Pinsel mit dabei. Why? Das verstehe ich nicht. Also da hat selbst W7 bessere Pinsel drin. Hier gibt es gar keinen Ton, um meine Lider zu setten. Das ist natürlich schade. Dann nehme ich mir den Puder hier. Das Puder. Daddy, das den Puder. Und sette damit meine Lidschattenbase. Eine interessante Palette, würde ich mal so sagen, weil du jetzt nicht so viel, also du kannst entweder super hell werden mit diesen Tönen hier an der Seite oder super dunkel mit diesen Tönen. Etwas dazwischen ist gar nicht so leicht, Leute. Ich nehme jetzt erstmal den Ton Sultry, das ist dieser Ton. Dann nehme ich auch einen schönen fluffigen Blendepinsel und muss den kurz abklopfen, damit ich keinen Fallout bekomme. Den setze ich mir in meine Lidfalte. Ich glaube, eine Lidschattenpalette von The Balm habe ich vorher auch noch nie verwendet. Guck mal, wie der sich jetzt ausblenden ließ. Der ist ja fast schon wegverblendet. Das heißt, der ist gar nicht so intensiv, wie es im Fändchen aussieht. Das gefällt mir ehrlich gesagt als hier Übergangsfarbe richtig, richtig gut. Hat sich jetzt auch schön aufbauen lassen. Sieht ein bisschen fleckig aus, was aber auch daran liegt, dass halt genau hier oben immer bei mir Adern herfließen. Die sind nun mal da. Da kann ich nichts dran ändern. Ich bin halt ein sehr heller Hauttyp. Da sieht man dann auch die Adern. Das passiert. Aber ja, das ist erstmal okay. Mit diesem schönen, dunklen, matten Pflaumeton, der sich nennt Sexy, und einem schmalen und etwas fester gebundeneren Blendepinsel, werde ich nun zum einen mein äußeres V einmal verdunkeln und meine Lidfalte etwas vertiefen. Auch hier ist die Farbabgabe tatsächlich recht dezent. Ui, der ist richtig, richtig fleckig. Das ist eine schwierige Kiste mit diesem Ton. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Und in Kombination mit diesem Sultry fühle ich mich, als würde ich gerade einen Halloween-Look schminken. Nicht nur, weil ich es gerade gruselig finde, wie furchtbar die sich verblenden lassen, sondern auch irgendwie von der Farbkonstellation her, ne? Dieses lila-braun und dieses Braun, was sich in der Verbindung mit dem Lila irgendwie auch zu so einem Grün entwickelt, das sieht echt aus wie ein blauer Fleck auf dem Auge. Schlimm. Echt schlimm. Wir müssten das noch irgendwie retten. Nur wie? Immer wenn ich an einem Punkt bin, wo ich mir denke, oh je, oh je, dann mache ich das, was ich am liebsten mag, nämlich Schimmertöne verwenden. Genau, das mache ich ja am liebsten, indem ich von innen nach außen hell zu dunkel gehe. Das heißt, hier nehme ich dann zuallererst die Farbe Sassy Sassy. Das ist so ein richtig helles Weiß, was auch so einen Schimmer mit drin hat, also echt schön. Das nehme ich mir mit so einem Smudger auf und gebe mir das erstmal in den Innenwinkel. Ziehe mir das auch ein bisschen höher und gebe das auf mein inneres Drittel. Ich will eigentlich bei sowas ungern eine Cut Crease ziehen.
Aber es sieht so furchtbar aus. Es sieht so furchtbar aus. Ich verblende mir den auch direkt mal so ein bisschen unter der Augenbraue. Dafür ist der richtig schön für ein Augenbrauen-Highlight. Aber der gibt natürlich ein richtig krasses weißes Augenbrauen-Highlight. Das muss kurz noch ein kleines bisschen ausgeblendet werden, weil das ist doch intensiv, Leute. Ho. Standoffisch gebe ich mir auf mein Zentrum. Yes, der kann was. Oh ja. Oh. Wir kriegen das noch gerettet. Wir kriegen das noch gerettet. Sehr gut. Also die Schimmertöne, die sind butterig weich und die sind super schön. Warum müssen die matten Töne dann so furchtbar sein? Ich meine, ja, die Schimmertöne stauben auch wohl ein bisschen, fliegen in der Gegend rum und machen Kickback im Pfännchen und hast du nicht gesehen, aber die haben eine schöne Pigmentierung, da brauchst du keine Cut Crease für und die machen das wirklich wieder schön, was vorher verdrömselt wurde. Den Ton Seductive, das ist auch wieder ein Schimmerton natürlich und zwar so ein ja, bräunlicher Schimmerton, setze ich mir jetzt hier drüber nach außen und auch ein bisschen in die Lidfalte. Um da einfach mal aufzuräumen. Und den Ton Sleek, ganz, ganz dunkles Braun, gebe ich mir vorsichtig an den unteren Wimpernkranz. So, gerettet würde ich sagen, oder? Halbwegs. Aus der Ferne sieht es so ein bisschen aus wie Smoky Eyes. Ist gar nicht so schlimm, okay? Fixieren wir das Ganze mit dem Redew Beauty Blender Setting Spray. Ja, habe ich ja von Purish zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Und auch hier ist es so, dass die kleine Größe zwar nicht im Online-Shop verfügbar ist, aber in der kleinen Größe ist es das teuerste Setting Spray, was ich von Müller besitze. Genau. Es hat einen ganz feinen Sprühnebel. Ganz, ganz fein. Man fühlt es kaum. Das ist so angenehm. Das tappe ich mir mit meinem Beauty-Schwämmchen einmal ein. Das macht den Look ein bisschen dewy, ein bisschen gesünder. Frohen Mutes verwende ich nun einen Eyeliner. Und zwar von Clinique, den Quickliner for Eyes Intense. Das ist dieser hier. Der ist einfach so zum Rausdrehen in schwarzer Stift. Dadurch, dass es halt ein Stift ist und nicht irgendwie so ein Filz-Eyeliner, ist der halt schon vorne etwas rund. Und man kann nicht so präzise damit arbeiten. Also mit meinen Augen, das ist heute nicht so wirklich schön. Ja, so ein wirklicher Wing saß dann auch nicht mehr drin, ne? Nee, dann muss die Mascara halt jetzt ran, das Ganze retten. Lancôme Hypnose-Mascara. Rette diesen Look. So teuer wie diese Mascara ist, muss sie den aber sowas von retten. Unspektakuläres Bürstchen, aber sie macht schöne Wimpern, das weiß ich. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara hat tatsächlich den Augenlook gerettet, aber ich würde mich mit Händen und Füßen wehren, 33 € für eine Mascara auszugeben, oder? Ja, das schaffen tatsächlich auch genug andere Drogeriemascaren. Es ist jetzt einfach nur Volumen, Verdichtung, Länge. Ja, sie macht wirklich, wirklich schöne Wimpern und sie hat das auch toll hingekriegt, aber 33 € für eine Mascara ist viel zu viel. Der teuerste und gleichzeitig einzige Lip Liner, den ich bei Müller im Onlineshop finden konnte, aus meinem, ja, aus meiner Sammlung, sage ich mal, ich nehme mal den Haarreifen schon mal ab, ist von Essence der Stay 8 Hours Lip Liner. Das ist dieser hier und den habe ich hier in der Farbe Mood. Stimmung! Ja, das ist einfach einer zum Rausdrehen. Die Essence Lip Liner sind echt gut. Ich habe den auch auf die komplette Lippe gegeben und ja, wirklich. Also die sind richtig, richtig klasse. Die halten auch wirklich lange und die sind cremig. Die sind super im Auftrag. Die sind dann auch tatsächlich deckend. Also man bräuchte jetzt gar nicht einen Lippenstift drüber geben. Kann ich voll empfehlen und die sind einfach gut und günstig. Und der teuerste Lippenstift, den ich von Müller in meiner Sammlung habe, ist dieser hier. Yves Saint Laurent. Vielen, vielen Dank, liebe Lea. Den habe ich nämlich von ihr geschenkt gekriegt. Und ja, verlinke ich dir auch unten in der Infobox drin. Der ist wirklich irre schön. Und der hat hier auch so ein Herz mit drin. Ach, ist das hübsch, ne? Es passt jetzt nicht so ganz optimal, aber ich hatte halt keinen anderen Lip Liner, Leute. Tut mir leid. Den mache ich mir jetzt einfach mal drüber. Der ist super schön cremig, wie ein Gloss.
Der hat auch so einen leichten Plumping-Effekt, also der hat so ein leichtes Kribbeln auch noch mit dabei. Wenn man das nicht mag, ist das nicht unbedingt was für einen, aber ich mag das richtig gerne. Und ja, der passt jetzt auch zum Lip Liner tatsächlich, weil die sich schön miteinander verbunden haben. Dieses cremige von dem Essence Lip Liner und das cremige von dem Yves Saint Laurent Lippenstift 1A. Ich muss ehrlich sein, ich finde nicht, dass mein Gesicht so aussieht, als hätte ich jetzt nur die teuersten Produkte von Müller auf meinem Gesicht oder die, ne, oder als hätte ich generell so teure Produkte, die hier rumstehen auf meinem Gesicht. Sorry. Meine Base finde ich toll, die finde ich echt klasse, das gefällt mir richtig gut. Den Augenlook und die Augenbrauen kann man drüber streiten, es sieht ein bisschen heftig aus. Die Lippen gefallen mir richtig gut, das sieht toll aus, oder? Das ist echt harmonisch. Ja, aber wie gesagt, es hätte auch ein 10 Euro Fullface sein können, meiner Meinung nach, wenn ich so meine letzten Videos bedenke, wo ich da tatsächlich auch diese Looks geschminkt habe. Dennoch, es hat mir Spaß gemacht und den Look werde ich jetzt auch verwenden, um halt quasi noch weitere Videos zu drehen, denn ich habe da noch einiges neben mir stehen und ich muss mich selber gerade im Spiegel anschauen, weil irgendwie, je länger ich ihn anschaue, desto mehr gefällt mir dieser Look. Ich bin ehrlich, ne? Okay, ja, trotzdem, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!